Hallo meine Lieben bei Gabis Kochbuch. Ich möchte mit euch heute Marillenmarmelade einkochen. Meine Marillen sind deine Aprikosen und die bekommen eine exotische Note. Ich werde zwei Marmeladen zubereiten. Und zwar werden wir eine kombinieren mit Hawaiian-Ananas und eine mit Mango. Und für unsere Marmelade brauchen wir Marillen, frische Hawaiian-Ananas, frische, flugreife Mango, Gelierzucker, ich habe 3:1 genommen, weil alle Früchte sehr süß sind. Und dann braucht man noch etwas Zitronensaft zum Abschmecken. Ich bereite mir meine Früchte vor. Richtet euch auch eine Waage hier für die Hawaii-Ananas-Kombination. Schneide ich mir die Hawaii-Ananas circa fingerdicke Scheiben. Schmecke ich den Strunk in der Mitte, entferne ich auch. Und dann schneide ich sie einfach in Stücke. Das kommt jetzt zu meinen Früchten dazu und die Marillen, die halbieren wir. Nehmt schöne reife Marillen, aber sie sollen nicht faulig sein und die schneiden wir jetzt auch einfach in grobe Stücke und die bleiben dann auch am Ende vom Kochen in unserer Marmelade erhalten. Genauso bereite ich mir jetzt auch meine Mangomischung vor. Die Mango gewaschen, schäle die Frucht. Die ist so schön reif, dass sie teilweise die Schale wirklich abziehen kann, ohne Schäler. Und dann schneide ich sie ein, löse das Fruchtfleisch heraus und schneide das auch wieder in kleine Stücke. Und wieder habe ich mir schon Marillen vorbereitet, mit denen werden wir es genauso machen wie vorhin bei der Hawaii-Ananas. Einfach halbieren, Kern entfernen und auch in kleine Stücke schneiden, denn wir wollen ja eine Marmelade mit Fruchtstücken. Über unsere vorbereiteten Früchte gebe ich jetzt den Saft von einer Zitrone. Den teile ich auf beide auf und dann wiege ich gleich den Gelierzucker dazu. Und dann können wir schon einkochen. Unsere Marmelade ist jetzt fertig gekocht. Gelierprobe habe ich auch gemacht, das heißt, unsere zweite Marmelade ist jetzt auch fertig gekocht. Und natürlich habe ich auch die Gelierprobe gemacht. Und ich habe mir jetzt einen Marmeladentrichter geholt. Da ist das Füllen viel einfacher und man patzt die Gläser auch nicht so stark an dabei. Füllen wir wieder unsere Marmelade ein in die vorbereiteten Twist-Off-Gläser, gut verschließen und jetzt lassen wir es auf dem Kopf gedreht abkühlen. Unsere Marmeladen sind fertig, duften himmlisch, schmecken ganz wunderbar, sind auch gut verschlossen. Ich habe es jetzt nicht beschriftet. Das werden herrliche Geschenke für die Weihnachtszeit. Egal ob Marille Mango oder Marille Ananas, zwei ganz, ganz tolle Marmeladen mit Fruchtstücken für die Winterzeit. Freue mich, dass du wieder dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Bis zum nächsten Mal.